Ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zur zweiten Folge von Spiel des Lebens. Ich bin wieder dran mit Drehen. Und hab leider nur eine 3. Och, bitte, lass es gut gehen. 300k. Das wird so nach hinten losgehen. Achso, das war's schon. Ja, praktisch. Dann läuft's ja doch gut. Ausnahmsweise. Wer hätte das gedacht? 1160k. Also ich bin jetzt schon Millionär. Oh oh. Oh nein, Kindersegen. Kindersegen. 2. Oh. Ich habe auf dem riskanten Weg alles rausgeholt, was geht. Boah, geil. Mehr Glück kann man nicht haben. Das war wirklich mal ausnahmsweise erfrischend gut. Drehen für Baby. Oh, du Scheiße. Jetzt kriegt er 10. Nee. Bitte, ich will nicht auch drehen müssen. Oh, und sie bekommen wieder Geld geschenkt. Der ist aber auch gut auf eigentlich. Blau drehen zum normalen Ziehen. Okay, ein Glück gehabt. 9. Toll, er bekommt für seine Glückszahl wieder Geld. Egal, das mache ich wett. Keine Sorge. 100, da ist schon wieder Geld. Jetzt müsste gleich auch wieder was kommen. Mach deinen Garten zum Freizeitpark. Ich muss natürlich wieder zahlen. 30. Dafür kriegt man für die Ereigniskarten hinterher Geld. Von daher sind sie gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel jetzt überhaupt noch kommt. Hausoption. Weiter. Oh, die wählen tatsächlich kein Haus. Okay. Dass der das einfach überspringt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. 2. Und wieder Geldsegen. 1,4 Millionen. Wie sieht's mit dem anderen Typen aus? Geldsegen. Mal gucken, entscheidet er sich für den sicheren oder den riskanten? Der macht auch den riskanten. Oh. Unter Umständen geht das nach hinten los, was ich natürlich hoffe, weil es mein Gegner ist. Immer nur 2, die letzten Züge. 200k, der hat genauso viel Glück wie ich. Scheiße. Okay, drehen wir nochmal. Glückszahl. Ja. So, was wählen wir uns für einen Rentensitz aus? Das Landhäuschen oder die Millionärsvilla? Ich habe kein Kind, also brauche ich auch keine riesige Villa. Außerdem spart man damit ein bisschen mehr Geld. Ich habe nie verstanden, wofür das da ist. Weil ich es auch noch nicht lange kenne. Ich will das Landhäuschen. Nicht zuletzt wegen der Ereigniskarten. Jetzt muss ich noch gucken, wie rot die ganze Zeit zieht. Das wird jetzt auch nochmal interessant. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Typ nicht wirklich vorankommt. Autsch. Sorry, wie gesagt, für das Schniefen. Ich bin etwas krank. Deswegen, ich werde es aber wahrscheinlich nächste Mal wieder aufnehmen, wenn ich gesund bin. 20k für mich, danke. Das sehe ich doch gerne. 1400k. Immer noch. Der Typ hat zwar ein bisschen unterm Schreibtisch gepennt. Oh. Okay, das Gehalt ist schon mal geschmälert worden. Das heißt, das gleicht die ganze Geschichte wieder aus. Trotzdem hat der Typ mehr Geld. Fuck. Woher kriegt der noch so viel Geld? Der hatte doch gerade irgendwie nur 80k oder so. Eine 7. Und jetzt muss er sich für einen Rentensitz entscheiden. Der nimmt die Millionärsvilla. Okay. Trotzdem ist man Nachbar. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rentenbonus. 400. Ja, wunderbar. 300. Okay, was Rente angeht, habe ich ihn schon mal geschlagen. Häuser verkaufen. Ich habe wenigstens eins, du nicht? Ja, dann verkaufe ich das. Klar. So, einmal auswählen.
Mal gucken, wie wertvoll das Haus noch ist. 10! Ja, wunderbar. 50, 150, 250 und 750. Über Wert sogar. Und du hast keins. Scheiße gelaufen. Geld in Aktionskarten. Ich habe das Gefühl, dass der Typ mehr hat. Geld in Aktionskarten. 100, 200, 300, 800. 100 pro hat er mehr. Wobei, nee, ich glaube, mir kommt das nur so vor. So, 800. Der hat auch 800. Er kriegt aber noch Kinderbonus. Genau. Ich krieg keinen, er kriegt 1. Das sind, glaube ich, 50k oder so. Nicht wirklich viel. Kredite zurückzahlen, keiner hat welche. Gewonnen! Spin to win. Ja, Leute. Gewonnen. Ging doch relativ schnell. Ich würde jetzt sagen, fürs Erste war es das. Ich mache jetzt, also ich fange jetzt nochmal eine Runde an mit 4 Spielern. Wo dann auch die anderen erstmal Bots sind. Und dann gucke ich mir das Ganze mal ein bisschen genauer an. Da wird es nämlich schwieriger zu starten. So, Vollmodus natürlich wieder. 4 Spieler. Alle auf CPU und ich nehme wieder blau. Genau, das kann man so schön erkennen. Alles CPU und los geht's. Jetzt wird's richtig interessant. Die zweite Runde. 4 Spieler. Mehr als jemals zuvor. Meine Damen und Herren, bewundern Sie dieses Spiel. Ne, im Ernst. Höchster Dreh. Jetzt mal gucken. 5. Ja, das geht ja immerhin. Aber schwer zu überbieten wird das nicht sein. 2. 1. Okay, ich habe das Gefühl, das überbietet wirklich keiner. Doch. Scheiße. Das heißt, ich bin wahrscheinlich der Zweite. Nehme ich jetzt zumindest mal an. 50k, okay, das könnte höher sein. Superzahl 2. Seine eigene Superzahl hat er nicht gekriegt. Ich mache auch direkt Beruf, Studium brauche ich nicht. Du hast zwar eine höhere Chance auf einen guten Job, aber kannst ja auch später nochmal ändern. Von daher studieren. Naja. Klicke die linke Maustaste, um den Stecker vorzubewegen. Stoppe, wenn die Wache sich umdreht oder du wirst zum Start zurückgekickt. Ich versuche das jetzt wirklich mal ernsthaft. So, und ich bin der blaue Pin. Zur Hölle, das kann man fast überhaupt nicht erkennen. Blau. Also ich bin unten. Gut, Wache dreht sich um. Fuck. Ich bin auch ziemlich nah dran. Kriegt man denn noch was dafür? Immerhin, Alter, immerhin. 20, 20, 50, 90 sind's. Ja, dass man auf dem Platz überhaupt noch was kriegt, ist eine Schande. Wähle deinen ersten Weg. Beruf, natürlich, ist gratis. Das gefällt mir auch gut. So, Karten 2 wählen. Bauer, nee, danke. Ich guck mal, was neben Bauer ist. Filmstar, wieso immer Filmstar, Alter? Ich will mal was anderes werden. Ich wäre gerade schon fast freiwillig lieber Bauer geworden. Nur um nicht Filmstar sein zu müssen. Filmstar, immer das gleiche. Filmstar, Filmstar. Es gibt so viele Berufe. Und hier werden irgendwie immer nur die gleichen 5 gezählt. So, noch schön weiterfahren. Wieso beschleunige ich die ganze Zeit? Neuen Beruf wählen. Ja, wunderbar. Ich habe eine Chance auf was Gutes. Filmstar, geh den gleichen Job. Und Bauer. Wer hätte damit gerechnet? Dann werde ich Filmstar. Hey, ich kann auch Filmstar werden. Oder Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik. Ja! Nee, im Ernst, Alter. Das ist doch traurig. Ich muss es erstmal Frustfressen machen. Hier Salmiak-Pasteln reinwürgen.
Au. Oh. Jetzt müssen wir alle drehen. Das wird mega interessant. Rot und erhalten, schwarz und bezahlen. Schwarz. War ja wieder klar. Wähle deinen ersten Weg, Universität. Okay, der geht auf die Uni. Mal gucken, was daraus wird. Meine Glückszahl, ich krieg Geld dafür. Cool. Das ist ja fast wie bei Monopoly. Wieder bezahlen, um gut auszusehen. Ja, so muss das sein im Leben. Wer was will, der muss auch was geben. Und wieder Superzahl 5. Die 5 ist echt die beste Superzahl, Alter. Da kommt man am meisten drauf. Da verleibt er sich auch wieder Kohle ein, eiskalt. Du gründest eine Schule und dafür kriegt er auch noch Geld, statt mal was zu zahlen. Das ist sowieso so unklar, ob man zahlen muss oder ob man was kriegt in dem Spiel. Das hat mich immer schon so abgefuckt. So, 3. Schönste Stirn. Ja, okay. Ich habe die schönste Stirn, Stirn, definitiv. Was auch immer das für ein merkwürdiger Wettbewerb ist von irgendwelchen Leuten mit einem seltsamen Fetisch, aber egal. Mal gucken, was Rot rauskriegt. Oh, Gelb, du hast so verloren. Manchmal hat man das Gefühl, man kann nur verlieren. So, ich drehe auch nochmal am Rad. Der war gut. Spin, spin, spin. Was habe ich geschafft? 100 Mal das Rad drehen. Ach ja, okay. Dafür kriegt man ein Achievement. Das ist traurig genug. Ich drehe gleich echt mal am Rad, Alter. Familienfoto. Wähle einen Spieler. Lächel freundlich in die Kamera. Na, natürlich wählt er mich. Traurig, aber wahr. Na komm, ich will drehen. 3. Ist ja nix. Kannst wieder zahlen. Ja, super. Das ist doch fürchterlich. Auf geht's. Ein roten Stift. Das wird eine schöne Heirat. Hochzeit, whatever. Ave Maria. Amen, ihr seid verheiratet. Und jetzt geht einer rauchen. Hey, Selfie, Alter. Na, mal gucken, was er für ein Hochzeitsgeschenk bekommt. Oh, das hätte aber auch höher ausfallen können. Auf der Brücke angehalten für einen Skateboard-Wettbewerb. So, und wir drehen nochmal. Enorm viel Geld liegt auf jeden Fall schon mal vor. So. Und dieses Mal heirate ich einen roten Stift. Auf dass er mir Glück bringen wird. Dass ich ihm die Treue halte. Und auch in schweren Zeiten zu ihm halte, in all den 10 Minuten, bis dieses Spiel wahrscheinlich wieder vorbei ist. Yippie! So, jetzt aber gut. So, ich will ein schönes Hochzeitsgeschenk. Aber ein wirklich schönes. Und es muss teuer sein. So. Oh, oh! Und ich muss wieder ziehen. Ich mache noch ein einziges Mal. Die 1. Ja, super. Das bringt mich im Leben total voran. 1. Du gründest eine Schule. 40k. Okay, dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Spiel des Lebens. Und bis dahin bleibt gesund und munter und haut rein. Ciao, ciao.